Willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 3. Wir sind mittlerweile mit Carlos unterwegs. Warum? Weil es Jill nicht so gut geht. Die ist infiziert worden. Und wir sind jetzt hier in einem Krankenhaus. Ich nehme mal an, um hier ein Gegengift zu finden. Und ja, wir sind jedenfalls in der obersten Etage, in dem vierten Stockwerk, glaube ich. Vertrauenserweckende Musik bedeutet immer was Gutes. Lebt er noch? Nee, ne? Okay. Finde ich jetzt komisch. Oh, 253. Ich weiß nicht, ob man sich das aufschreiben sollte. Ich schreibe es mir jetzt einfach mal auf, weil merken kann ich mir sowas nie, weil ich mir immer die Dinge aufschreibe. Und, was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich wusste es, da steht auf, ich wusste es. Nein? Der andere würde auch noch 100 Pro aufstehen. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Ich habe ihn beiseite geschoben. Hä? Hier gibt's sonst echt nichts? Warum liegt denn da hinten noch? Komisch. Ach, da wurde mal irgendwas hingestellt. Fragt sich nur was. Außer unsichtbare Pixel. Oh, boah, wie mich erschreckt. What? Oh Gott. Oh, mein Herz ist kurz rausgesprungen. Tut mir das doch nicht an. Ich hab doch so schwache Nerven. Hä, was wurde denn da hingestellt mal? Wurde auch mal was hingestellt in die Ecken. Vielleicht finde ich das ja noch. Sieht nämlich nicht so aus, als könnte ich irgendwas hinschieben. Okay, dann denke ich mal, werde ich das noch finden. Ich habe jetzt zum Glück jetzt so eine Nummer. 253. Gucke ich mal direkt an der verschlossenen Tür. Für den Fall, dass ich die da gebrauchen kann. Aber ich bezweifle es. Ich glaube... ich brauche da einfach nur einen Schlüssel. Das Bild ist auch irgendwie auffällig. Aber mit dem kann ich nichts machen. Okay, gut. Ich switche auch nur deswegen zwischen den Waffen, weil ich mich mit der hier wohler fühle, für den Fall, dass irgendwelche Hunter auf einmal kommen. Okay, das ist ein Datenraum. Steht zumindest Data Room dran. Nikolai? You're still alive? You saw what happened. What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! Ja, also Nikolai lebt noch. Der ist bei der Tankstellenexplosion nicht ums Leben gekommen. Und, ja, das war jetzt ein explosiver Abgang oder nur einmal? Ich habe jetzt nicht auf die Menge geachtet, egal. Aha. Verschiedene Bücher, bla bla bla, medizinische Wissenschaft halt, ne? Braucht uns nicht zu interessieren. Mann, warum liegt hier nichts in den Regalen drin, ne? Da blinkt was. Das Blinken sieht wichtig aus. Da liegt... Das ist... Sick Room Key? Krankenzimmer? Wusste gar nicht, dass das Sick Room dann heißt. Ja, wieder mal in Fotos von laufenden Zombies.
Okay, der Effekt von dem T-Virus. So ist es anscheinend betitelt. Sonst ist hier nichts. Hier sind noch so ein paar Embryo-Dinger im Glas. Sollte jeder vernünftige Wissenschaftler haben. Hier ist ja bloß dieses Explodierte. Von dem kriege ich leider nichts. Oh, ich dachte so ein paar Granaten oder so. Obwohl ich viel zu blöd wäre, mit denen umzugehen. War hier jetzt nur eine Tür, aus der ich gekommen bin? Okay, dann gucke ich mir mal den Schlüssel an. Nein, nicht benutzen. Angucken. Jep, dachte ich mir. Dachte ich mir, dass das der Schlüssel für das eine Krankenzimmer ist. Das war nämlich so auffällig. Bin erstaunt, dass hier noch keine Hand aufgetaucht sind. Es kommt bestimmt noch. Wenn schon welche in der Eingangshalle aufgetaucht sind, spätestens ganz unten tauchen 100 pro welche auf. Da wurde auch mal was hingestellt in den Ecken. Ganz komisch. Oh! Warum kann ich mir das Bild jetzt angucken auf einmal? Die anderen nicht. Hä? Muss ich das verstehen? Da auch. Und das sieht jetzt aus, als könnte ich es schieben. Das andere konnte ich nämlich nicht schieben. Definitiv nicht. Wenn ich mal richtig stehen würde hier. Ja, guck, das kann ich schieben. Fragt sich nur, wohin. Aber das wird ja eh dann neu gemacht, sobald ich den Raum einmal verlassen habe, wieder rein, oder? Ich hoffe es. Mal gucken, was passiert, wenn ich es da drauf stelle. Au! Ich glaube, das war nicht richtig. Autsch. Wieder habe ich mich erschreckt. Okay, kurz raus, wieder rein. Die Ecke war nicht richtig. Kriegt man einen Stromschlag, wenn die nicht richtig stehen? Denke ich mal. Aber mir geht's noch gut, gut. Gut, 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 gut. Ja, sind ja dann nur noch ein paar Möglichkeiten, ne? Die Ecke wäre noch eine Möglichkeit. Versuche ich mal direkt, weil dann ist es systematisch alles hier. Dann habe ich nämlich nur noch die beiden vorderen. Irgendwo muss sie ja hin. Und kriege ich wieder einen Stromschlag. Bestimmt. Nee, diesmal nicht. Cool. Oh. Cool. Habe ich schon mal gesagt, cool? Und hier brauche ich bestimmt die Nummer, die ich gekriegt habe. Die 2 brauche ich jetzt erstes, danach die 5 und die 3. Und ich kriege. Okay, eine Grundlage, eine medizinische Grundlage. Ich muss den T-Virus mir, also das Gegengift mir selber zusammenstellen. Oh Gott. Hoffentlich übersehe ich dann nirgendwo eine Notiz, wo das drin steht. Und immer noch keine Hand da. Ich bin erstaunt. So. Ich möchte, da war ich schon, ich möchte dorthin. Eigentlich nicht, aber ich muss dorthin. Wer will schon freiwillig in den Keller? Ich hasse es. Ich hasse es einfach so sehr, in irgendwelchen Spielen runter zu müssen. Sei es Kanalisation, sei es Keller, egal was, es ist schlimm. Und in Resident Evil ist das natürlich Standard. Was ist das schon wieder? Gab's auch schon, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ist es vorhanden und irgendwie auch nicht vorhanden? Das war schon, wo war das?
In der Nähe von der Bar, glaube ich. In dem ersten Gebiet, sag ich mal. Ja, ich wusste es. Ist hier noch einer? Ich höre doch noch was. Ich höre doch noch was. Ich bin mir ganz sicher, ich höre da noch was. Ach gut, die machen wenigstens nicht so viel Schaden auf einfach. Oder treffen mich nicht. Ach so, der ist so etwas bescheiden im Kopf. Ja, komm, du hast es bald geschafft. Ich habe bald es geschafft. Komm hier, mein kleiner Hunter. Ich will nicht zu dir kommen, weil genau dann greifst du mich an und ich erleide nur unnötig Schaden. Ich weiß das ganz genau. Weil es jedes Mal so ist. Nee, so kann ich dich noch nicht treffen. Ja, guck da. Ich wusste es. Ach so, die explodieren. Ach, okay, gut zu wissen. Ach, wusste ich natürlich, dass sie explodieren, ne? Natürlich wusste ich das. Hallo? Er dreht sich scheinbar automatisch um, wenn er an jemand etwas anvisieren kann. Kann das Schill auch? Dann wäre der Kampf echt wesentlich einfacher gewesen. Hätte ich mich nicht erst umdrehen müssen. Werde ich mich noch übelst öfters sehr oft aufregen. Sehr, sehr, sehr so oft. Okay, ist hier noch irgendwas? Die Schränke sind immer so verdächtig. Nein, der natürlich nicht. Auf der Seite? Nein, sind immer noch dasselbe. Okay, hier ist auch nichts. Okay, wenn es hier was zum Explodieren gab und es im Flur auch was gibt, dann werde ich das 100 pro brauchen, oder? Nein, dann wird auf jeden Fall im Flur noch irgendwelche Hunter kommen. Was ist das? Okay, das ist mit einem komplizierten Schloss versehen und kann nicht geöffnet werden. Ich nehme das jetzt auch mit. Kombiniere die einfach mal. Aber noch nicht mit dem Blauen zusammen, weil ich nicht weiß, ob ich das brauche. Das Blaue ist ja nur wenn ich vergiftet bin, für den Fall der Fälle. Okay, dann haben wir hier nur noch einen Raum scheinbar. Oh Gott. Ich das schon sehe. Wer sagt mir, beziehungsweise wer sagt mir nicht, dass das da nicht rauskommt? Traue dem Ganzen nie. Da habe ich wieder eine Grundlage. Ich weiß nur nicht, wo ich das zusammenmischen soll. Ob ich dafür eine extra Apparatur habe jetzt hier? Weil ich hatte ja nirgendwo anders habe ich ja was gefunden. Scheiß Hunter. Oh, da ist eine. Da ist eine Schrift. Die möchte ich gerne haben. Okay. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Okay. Supply enough energy to the system. Also genügend Energie. Set the medium base to the device. Warte mal. Erstmal genügend Energie. Dann Medium Base. Ich kann nicht richtig schreiben hier. Ich knall jetzt mit dem Stift gegen den Sings. When the device is ready, you can start mixing the working. Okay, und dann mischen mit den Working bla bla bla. You will need to control the five levers. Oh Gott, um das auch noch zu mischen, muss ich hier fünf Schalter, Hebel, Gedöns kontrollieren. Okay, da sind was? Da sind zwei Stück Increase or Decrease. Wenn ich die zwei Coaches, ich weiß nicht, was Coaches gerade heißt,
in der Mitte stoppe, dann wird sich das diese Medizin automatisch herstellen. Okay. Das war's schon. Oh Gott. Das wird so in die Hose gehen. Das sage ich euch jetzt schon. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich die herstellen soll. Oh, ich glaube hier. Was ist das da? Ich betätige es einfach mal. Ich glaube nämlich, dass dadurch Energie kommt, aber auch der Hunter auf jeden Fall freigelassen wird. Ist doch ein Hunter, oder? Das sieht so komisch aus. Oder ist es ein Unfertiger? Ich weiß es nicht, was es ist. Es ist ein ekliges Vieh in einem Tank. Ja, genau. Und jetzt sind auf einmal zwei dort. Natürlich. Oh Gott, das wird so in die Hose gehen. Aber jetzt ist Energie da. Die sehen komisch aus. Das sind doch keine richtigen Hunter. Klar, der andere Tank war vorher kaputt. Das könnt ihr mir nicht sagen. Okay. Ja, möchte ich. Ich weiß nur nicht, wie. Oh Gott. Ich denk mal. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es muss wahrscheinlich auch. Ah, das wird einfach nur hin und her gepumpt. Oh Gott. Mach ich das nochmal? Ach nee, das macht nur nach oben. Also nur nach in die Mitte und nach unten. Dann habe ich zwei. Das wird ja wieder zu viel. Was ist below? Oh Gott. Mal wieder zurück. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, auf was es soll. Aber eigentlich, ich nehme mal an, die beiden Dings sind diese Corches oder wie die heißen. Und das muss in der Mitte sein, da wo die Pfeile sind, also da wo es gelb ist, damit sich das diese Medizin selber herstellt. Wird das wohl irgendwie klappen müssen, ne? 1, 2, 3, 4. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Ich hab's, glaube ich. Ich hab's. Ich muss doch nur noch die 1, oder? Perfekt. Geht doch. Und jetzt? Was stand in der Anleitung drinne? So viel Zeit muss noch sein? Ah, nein, ich wollte nicht exit. Da. Ich hab jetzt. Set the medium base to the device. Ja, when the device is ready, you can start mixing the weapons. Medium to mix the weapons, you will need to control the 5 levels. This will cost a bla 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 bla. Will then produce automatically. Ja, aber wofür ist denn jetzt? Ich verstehe nicht, wofür dann das da ist. It needs to be mixed with the... Ah, okay. Kann ich dann einfach kombinieren? Ja. Okay. Okay, gut. Ich habe alles. Supi. Jetzt gehe ich ganz unauffällig weg. In der Hoffnung, dass ich ganz schnell die Tür finde. Nein, du willst nicht raus. Du willst nicht raus, du komisches, was auch immer du bist. Oh Gott. Mach doch die Tür auf. Mach doch die Tür auf. Mein Gott. Ich wollte eigentlich einen Schnitt machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Folgen die mir? Nee, ne? Kann auch so bleiben. Ich hoffe, in dem Gang wird das jetzt nicht schlimmer.
Oh Gott, ich wusste es. Ich wusste es. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Oh Gott, rein, rein, rein mit dir. Rein mit dir. Und zumachen. Zumachen. Ohne den Hunter drinne. Ohne den Hunter. Ich hab Menü gedrückt. Nein, jetzt hört auf. Ich dreh gleich durch. Jetzt muss ich euch doch töten. Weil ich nicht schnell genug war. Und jetzt mit in den Fahrstuhl gekommen sind. Oh, ätzend. Unnötig sowas. So, jetzt mache ich aber an der Stelle einen Cut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und da werden wir dann Jill hoffentlich die Medizin geben können. Bis dann, tschüss, eure Tai.